Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Heute... We're counting on you, kid. Ja. Heute holen wir uns Rikus Solaris-Waffe. Und zwar mit dem Ziel, sie auch direkt zu verstärken, also zu maximieren. Dafür müssen wir... Jetzt habe ich es leider vergessen. Fungustal? Yeehaw! Here we go! Ich meine zum Fungustal. Wenn mich nicht alles täuscht... Ja, hier sind wir richtig. Hier befindet sich Rikus Solaris-Waffe. Und zwar genau hier. Solaris-Spiegel leuchtet auf. Benutzt. Riku freut sich schon. Und da ist sie. Gotteshand. Wer vergessen hat, wie man hier hinkommt, ganz einfach. Einfach im Flugschiff unter Passwörter das Wort Gotteshand mit Großbuchstaben, also in Caps quasi, eingeben. Man schaltet dadurch diesen Ort hier frei und ja, eigentlich hat man dann keine großen Probleme mehr, diese Waffe zu holen. Die Waffe an sich bringt uns jetzt natürlich gar nichts, weil sie nur 0 AP hat. Aber wir brauchen ja schließlich auch noch die Marke und das Siegel. We're counting on you, kid. Darum kümmern wir uns jetzt. Dafür müssen wir in die Sanubia-Wüste. Nee, nach Picanel. Picanel? Nee, ich meine Picanel. Yeehaw! Here we go! Zanubia-Wüste ist ein freigeschalteter Ort, ne? Ja, genau. Und wir müssen jetzt in den Bereich vor dem Heim. Also, ja, wie soll ich das sagen? Der dritte Screen, wenn man so will. Das ist jetzt der zweite. Glaube ich. Ja, doch. Und da oben befindet sich dann der dritte. Hier komme ich nicht lang. Es ist ein bisschen Laufweg. Das macht aber nichts. Das ist okay. Dann wisst ihr wenigstens genau, wo es ist. Weil ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, wo es ist. Ich habe mir hier so einen kleinen Screen im Browser geöffnet, um ungefähr zu wissen, wo es ist. Aber das war's dann auch. Ich hoffe, ich finde das gleich auf Anhieb. Es müsste westlich sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin gespannt. Ist es zufälligerweise da oben? Ah, nee, da oben geht ja noch ein Screen weiter, ne? Ah, da geht ja noch ein Screen weiter. Aber andererseits, ich glaube, wenn ich jetzt hier reingehe... Ist es hier? Nee, ich glaube tatsächlich nicht, ne? Oder? Könnte es hier sein? Nein, ich glaube, hier ist es nicht. Nee, hier ist es nicht. Nee, hier bin ich falsch. Hier müsste ich richtig sein. Ja, hier bin ich richtig. Und zwar, hallo, wenn Tidus mal hier hochgehen würde. Hier befinden sich auch noch Kisten. Ach ja, die habe ich alle geholt. Hier, da ist es. Die Venusmarke. Sehr gut. Hätten wir die. Eigentlich ziemlich easy. Warum habe ich die damals eigentlich nicht geholt? Da hinten, wo die Frau steht, geht's zum Heim. Vorsicht, nicht hingehen. Warum? Achtung, Spoiler. Schwarze Bestie. Welche und wie stark und hast du nicht gesehen, verrate ich nicht. Also wenn ihr auf demselben Level seid wie ich momentan gerade und ihr parallel spielt wie ich, mit demselben Spielstand etc., dann seid ihr dafür noch nicht in der Lage. Auch wenn wir schon ein paar Solaris-Waffen... Der Sandsturm versperrt den Weg, ja. Auch wenn wir schon ein paar Solaris-Waffen besitzen, hilft uns das leider absolut gar nichts.
Wir müssen nun für die... War es jetzt die Marke oder das Siegel? Venus-Marke, also fürs Siegel, für das Venus-Siegel, müssen wir hier in der Sanubia-Wüste... Ach, ich sag ja mal Sanubia. Bikanel. Ein Minispiel spielen. Und dieses Minispiel ist etwas aufwendiger. Nicht besonders schwer, es ist nur ein bisschen aufwendig. Und zwar müssen wir das Kaktoren-Minispiel spielen. Wenn ich doch jetzt hier den Stein finden würde, da ist er. Schriftzeichen sind in einen Stein geritzt. Lied der Wächter. 10 starke Wächter kontrollieren den Sand. Der lahme Tome geht Wasser holen. Fort für eine Weile. Das Land der Kaktoren. Die Kaktoren kontrollieren durch Spheroiden den Sand und schützen dadurch ihr Land. Sie werden deshalb Wächter genannt. Wenn alle 10 Spheroiden, die sich in ihrem Besitz befinden, dem Steinmonument präsentiert werden, öffnet sich der Weg in ihr Land. Der lahme Tome geht Wasser holen. Okay, fort für eine Weile. Alles klar. Also, ihr habt gehört, es gibt 10 Wächter. Ich werde das jetzt für euch ziemlich kurz und knackig machen. Ich werde einfach an den Ort reisen, wo sich der Kaktor befindet. Und ja, dann sehen wir, wie es weitergeht. So, wie ihr unschwer erkennen könnt... Ach, da ist er ja schon. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich an der Oase. Also quasi am südlichsten Ort. Südlicher geht nicht. Und ich speichere mal eben einmal ganz kurz. Man weiß ja nie. Keine Ahnung, was der so drauf hat. Und dann sagen wir einfach mal Hi. Tome holt täglich Wasser. Er ist träge und wird deswegen öfters von seinen Freunden zurückgelassen. Er ist lahm. Wächterregel 1. Auch wenn es aussieht, als würden sie nur spielen, sind die Wächter Krieger eines stolzen Volkes. Sie sind nicht kriegslustig, doch wenn man sie von hinten überrascht, erwidern sie die Begegnung mit einem Kampf. Wächterregel Nummer 2. Wenn sie den Annäherungsversuchen auf die Schliche kommen, sind sie enttäuscht und suchen schleunigst das Weite. Wächterregel Nummer 3. Gelingt es, sich unbemerkt hinter dem Rücken eines Wächters heranzuschleichen, kann der Kampf eröffnet werden. Okay. Versuch Nummer 1. Wir müssen uns jetzt von hinten an ihn ran nähern. Okay, das muss man, soweit ich weiß, nicht schaffen. Zeit abgelaufen. Toll. Okay. Versuch Nummer 2. Also wie gesagt, man muss das hier nicht schaffen. Das ist optional. Oha. Ich muss jetzt echt kämpfen. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich würde vorschlagen, wir probieren es einmal mit Lulu. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die sind. Nicht, dass die mich jetzt hier fertig machen. Hades-Magie. Gravitas. Ich mache einmal Gravitas und einmal Flair. Einfach mal aus Prinzip. Ja, das war natürlich... Das ist ja ganz toll. Oha. Oha. Okay. Ich habe mit Tidus Gemetzel. Ach, Gemetzel, sag ich schon. Ekstase. Blitzballgott. Gib ihm. Sorry für den Lag. Ich dachte gerade ganz kurz, das Spiel stürzt ab. Easy. Bam! Geil. Sogar ein schönes Vernichtendes. Ja. 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 Wie viel Gil gibt er? 1500? Das ist ja nix. Durchbruch. Nee, den Durchbruch hatte ich jetzt hier nicht. Spheroid von Tome erhalten. Spheroiden.
Wenn es nicht gelingt, sich unbemerkt den Wächtern zu nähern, erhält man einen Sphäroiden des Verlierers. Wenn es gelingt, sich unbemerkt von hinten anzuschleichen, erhält man Sphäroiden mit dem Namen des jeweiligen Wächters. Sammelt man genug Sphäroiden mit Namen, erhält man im Land der Kaktoren ein Geschenk. Auch das ist optional. Es geht nur um die Sphäroiden. Der Preis ist halt dann am Ende schöner, den man bekommt. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt hier wegporten können. Ich mach's nicht. Ich begebe mich jetzt wieder zum Kaktorstein, um den Sphäroiden dort einzusetzen. Bis gleich. So, da wären wir. Neue Schriftzeichen sind erschienen, nachdem der Sphäroid eingesetzt wurde. 9 starke Wächter kontrollieren den Sand. Lovibia macht einen Umweg fort für eine Weile. Das ist ein ganz, ganz toller Tipp. Ich bin sehr froh, dass ich dafür einen Guide im Internet habe. Und zwar auf X-Mail. I-C-K-S-M-E-H-L. Also xmail.de. Das ist ein Final Fantasy X Guide unter anderem. Und da ist so gut wie alles beschrieben, was im Spiel existiert. Und die besten Wege und Möglichkeiten. Und hast du nicht gesehen. Ich bin sehr froh, dass ich den habe. Okay. Ja, bis gleich. Da vorne ist er, sie, es. Ich glaube, Lovibia, ne? Ist eine sie. Tag, Kollege. Lovibia findet seinen lahmen Freund ziemlich nervig. Ein Halbstarker. Erster Versuch. Pieks, Pieks, Stachel, Pieks. Naja, du kannst mich mal. Hab dich! Ein Hinterhalt? Ui. Okay. Ich brauche Ekstasen. Ich bin ehrlich, ich brauche Ekstasen. Wacker. Hab ich mit Wacker schon... Ich hab schon Angriffstee. Ja, ich hab mich jetzt mit Blitzball noch nicht weiter beschäftigt. Bin ich ganz ehrlich. Das ist, ja. Angriffstee! Gib ihn! Oh Gott, nein, ich hab den Trick vergessen. Achso, ja, ich weiß, wie der geht. Alles klar, man muss einfach nur warten. Ich weiß nicht, ob ich euch den Trick schon mal gezeigt habe, aber sobald man die ersten beiden erfolgreich mit Two Hits getroffen hat, muss man die letzte Reihe einfach nur auslaufen lassen. Man muss nichts drücken, gar nichts. Ist ein sehr geiler Trick. Dauert immer ein bisschen, aber ja. Easy going. Wacker gönne ich dir. Vita-Schutz. Danke. Sphäroid von Lovibia erhalten. Schön, freut mich. Dann sehen wir uns gleich am Kaktorstein wieder. Gut, da wären wir. Hallo? Ah, jetzt. Neue Schriftzeichen sind erschienen, nachdem der Sphäroid eingesetzt wurde. 8 starke Wächter kontrollieren den Sand. Der kleine Chapa mag große Zahlen, fort für eine Weile. Da muss ich jetzt nicht mal nachgucken, das ist hier ganz in der Nähe. Und zwar müssen wir dort vorne dieses Schild anquatschen oder lesen. Und wenn hier nun irgendwas von Preisnachlass steht, ist es schon der richtige. Da sind Schriftzeichen. Vorsicht, starke Monster. Darunter sind verblasste Schriftzeichen. Reisebedarf 20%, Preisnachlass. Eine alte Werbetafel. 20. Da ist er. Chapa kann endlich bis 15 zählen. 15 vor allem. 50. Liebenswürdiger Typ, jedoch unachtsam. Das, ja, schön. Der hat eine ganz tolle Lebenseinstellung. Der mag Zahlen. Damit ist er schon besser dran als ich. Weil ich und Zahlen... Also es ist jetzt nicht so, dass ich sie verabscheue, aber ich hasse halt Mathe. Gut, wer hat denn noch eine wirksame, gute Ekstase? Oren.
Du hast sogar Hit-Expander, das heißt, das könnte funktionieren. Oh ja, Suppression. Fügt einem Gegner Schaden zu. Boah, es könnte halt sein, dass ich das nicht hinkriege, ne? No mercy! Mercy? War das nicht mal ein Fußballspieler? Easy! Das habe ich mir jetzt gerade echt schwerer vorgestellt. Schaden. Ja, moin. Ja, das ist, ja, das nenne ich mal eine Ekstase, ne? Holla die Waldfee. Spheroid von Chapa erhalten. Oder Chapu. Hieß der Bruder von Wakka nicht auch Chapu? Also, okay, jetzt bin ich verwirrt. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Also sowohl, wie es geschrieben wird, als auch die Aussprache. Neue Schriftzeichen sind erschienen, nachdem der Spheroid eingesetzt wurde. 7 starke Wächter kontrollieren den Sand. Alec und Aloja, Aloe oder Aloja, das tue ich mir manchmal aufs Brot, spielen in den Ruinen fort für eine Weile. Ja, die Ruinen der Bikanell-Wüste oder Bikanell allgemein sind auch nicht weit weg. Die sind hier gleich um die Ecke, Fragezeichen. Zumindest, wenn mich nicht alles täuscht, müssten die hier sein. Ja. Oder? Ich meine, ach, guck mal an, da sind sie. Ja, kommt ran. Alec und Aloja sind liebenswürdige Brüder, bewegen sich immer synchron, weil sie sich immer gut vertragen. Das finde ich süß. Mache ich nur ein bisschen was falsch. Erster Versuch. Pieks, Pieks, Stachelpiekser. Pieks, Pieks, Stachelpiekser. Pieks, Pieks, Stachelpiekser. Ah nein, ich habe mich... Mist, zu früh bewegt. Die haben diesmal etwas länger geguckt, ne? Kann das sein? Jetzt fangen die auch schon an zu schummeln. Ich glaube, es geht los. Zweiter Versuch. Wie gesagt, man muss es nicht schaffen. Boah, die sind mies, ne? Nein! Oh Gott! Oh Gott, war das schlecht. Das war echt gut, aber das war echt zum Ende hin echt schlecht. Okay, nochmal. Letzter Versuch. Weil das kann ja hier nicht angehen, ne? Dass ich das nicht schaffe. Ja. Boah, ihr seid mies. Aber ich hab euch. So, jetzt sind es 2. Lulu hat ihre Ekstase voll. Die Frage ist, kontern die? Ich greife die mal normal an. Ja, das dachte ich mir. Ich mach mal Haska. Was leider absolut gar nichts bringt. Und gegen Gemach werden die immun sein. Ja, komm, dann klauen wir mal was Schönes. Eine Chocobo-Feder. Ja, immerhin. Lulu, du darfst deine Ekstase einsetzen. Gegen Gravitas waren die immun. Naja. Wut. Ach nee, das bringt ja auch nichts, ne? Die haben ja eine unglaublich hohe Zauberabwehr. Aber... Umgeht die Ekstase das nicht? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Das ist jetzt bringt auch nicht. Oh, das ist doof. Oh, Menno. Nee. Mist, wie mache ich das denn jetzt? Wakka. Probier du mal bitte. Ja, easy. Ach, die haben nur 800 Leben. Die haben ja nur 800 HP. Das ist ja nix. Ja, hier easy going, ne? Feintech. Und dann,
Ja, was nehmen wir denn mal? Ich mach mal Sprung. Der gute alte traditionelle Sprung. Der trifft wenigstens. Ekstasen treffen halt immer. Normaler, oder? Normaler? Ja, solange man sie richtig ausführt. Ach, guck mal, durch Doppel-AP und Longinus erhält Kimari jetzt viele AP. Das ist doch schön. Spheroid von Alec und Aloja erhalten. Ich weiß, ich könnte das jetzt ja auch schneiden, aber es ist halt immer relativ nah dran am Geschehen, sag ich mal. Das war jetzt fast zweimal derselbe Bereich, wo auch der Kaktorstein ist. Also von daher geht das voll klar. Ich meine, überlegt mal, wir sind jetzt schon wieder da. Ne? Also da lohnt es sich echt nicht zu schneiden. Neue Schriftzeichen sind erschienen. 5 starke Wächter kontrollieren den Sand. Vertula sehnt sich nach dem blauen Licht. Fort für eine Weile. Das wiederum dauert jetzt wieder ein bisschen länger. Da mache ich jetzt auch einmal wieder. Aus Prinzip ein Cut. Ja gut, lange gedauert ist jetzt was anderes, aber ja. Man soll wohl diesen Speichersphäroiden aktivieren und dann, ja. Vertula mag immer die neuesten Trends, ist hart gegenüber anderen, doch nachsichtig gegenüber sich selbst. Ein chaotischer Typ. Okay, erster Versuch. Boah! Alter! Okay, die ist richtig mies. Ja, ich muss die ja mich bewegen. Wegen der Zeit. Okay, die hat's in sich. Ich keine Ahnung. Ich gucke nicht bei... Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe es nicht nötig, Kaktoren in den Schritt zu gucken, um zu schauen, was es ist. Ah, Mist! Würde mich nicht wundern, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Okay, Konzentration. Letzter Versuch. 14 Sekunden ist aber auch hart, ne? Muss man ja mal ganz klar sagen. Oh, das ist eine miese Sau. Ja gut, kämpfe ich halt nicht gegen dich. Egal. Ja, Spheroid des Verlierers, ne? Ja gut. Ist okay. Akzeptiere ich. War auch jetzt eine harte Nuss. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder am Kaktorenstein wieder. Neue Schriftzeichen sind erschienen. 4 starke Wächter kontrollieren den Sand. Loberia wurde eingeschlossen. Fort für eine Weile. Gut, da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, wo das denn ist. Tal der Kaktoren. Öffnet die Kiste im Westen von Bildschirm 3. Die Kiste im Westen. Okay. Ist das hier Bildschirm 3? Ja, ne? Nee, das hier ist Bildschirm 4, ne? Oder? Ich bin verwirrt. Und die Kiste im Westen. Da muss ja jetzt irgendwo auf einmal eine Kiste erschienen sein, die ich noch nicht geöffnet habe. Die vorher nicht da war. Ja, doch, das hier ist Bildschirm 3. Doch, 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 doch. Hier muss jetzt irgendwo eine Kiste sein. Im Westen, also links. Da hinten was drin? Also würde mich wundern. Nee, hier ist nichts. Mittlerer Teil. Die Kiste öffnet die Kiste im Westen. Da gerade was. Okay, das ist der Sandsturm.
Ist hier was drin? Ich weiß ja nicht. Hier sind Kisten, aber die sind alle geöffnet. Das heißt ja, oder es hieß ja, öffnen. Sprich, geschlossen. So wie ich das sehe. Ich kann mich auch irren, ne? Keine Frage. Ich halte mich mal westlich. Ach, guck mal an. Das wird so sein. Tag. Hallo? Ich... Hi! Na, Schnuckiputz? Loberia, etwas tollpatschig, versteckt sich immer in engen Löchern. Ja. Zeigt jedem seine stolze Sammlung. Sammlung? Welche Sammlung? Hingefallen. Kann ich die öffnen? Ja, die Zeit ist aber ganz schön knapp, ne? Madame. Stein des Lichts. Hä, ich hab mich doch gar nicht... Also, ich hab den Control-Stick bewegt. Ja, gebe ich zu, aber Tidus hat sich nicht bewegt. Okay. Ach, hier kann man... Okay. Hier kann man wohl auch noch zwei schwarze Steine... und einen Lichtstein und einen Heiligenstein gewinnen. Hab dich! So, wer hatte noch eine Ekstase? Das war dumm. Nein, jetzt habe ich mit Wacker abgewehrt. Oh, ich bin ja auch ein Pfosten. Aber das sind normale Kaktoren, das heißt... Warte mal, ich probiere jetzt mal etwas aus. Sanctus. Luna hat Hit-Expander. Oh. Okay. Hat gereicht. Kein vernichtend, aber es hat gereicht. Ja, warum habe ich mit Wacker auch abgewehrt? Ich bin aus Versehen auf Dreieck gekommen. Idiot. Spheroid von Loberia erhalten. Loberia. Hört sich irgendwie an wie eine Frucht. Loberia. Oder wie eine Stadt. Loberia. Ich speichere mal eben ganz kurz zwischendurch. Einfach aus Prinzip. Damit der Spielstand nicht weg ist. Also nicht der Spielstand, aber der Fortschritt. Wir wollen ja hier, ne? Wir wollen ja hier vorankommen. Wir wollen ja hier nicht und so, ne? Und so. Auf Rückschritte habe ich keine Lust. Bin ich ganz ehrlich. Wo musste ich das nochmal machen? In irgendeinem Spiel wurde ich mächtig zurückgeworfen. Was heißt mächtig zurückgeworfen? Nee, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass mich sowas immer ärgert. Aber klar, wer würde sich nicht ärgern? Neue Schriftzeichen sind erschienen, nachdem der Spheroid eingesetzt wurde. Drei starke Wächter kontrollieren den Sand. In der Stunde der Hitze verlässt der Bewohner das Loch. Islaya philosophiert. Fort für eine Weile. Oh, da muss ich jetzt nochmal gucken. In einem Strudel westlich des Sandsturms, Bildschirm 4. Wir befinden uns in einem Sandstrudel. Was definiert denn hier einen Sandstrudel? Wenn ich fragen darf. Sandstrudel. Ach, diese Dinger hier. Ja, das ist doch mehr so ein Graben oder so ein Loch. Ich meine, gut, wir haben null Monster, also von daher ist das hier eigentlich relativ easy. Ja, da hinten kann es nicht sein, da habe ich ja gesagt, ne, weil wegen böse. Ist die Kiste? Ne, ich dachte schon. Ist hier irgendwo ein Ort aufgezeichnet? In einem Strudel westlich. Nicht ohne Seif westlich. Okay. Hallo, wieso kann ich... Oh, manchmal, ne? Westlich, also links. War hier ein Strudel? Nee, hier war die Marke, ne? Oder das Siegel? Von Riku? Eins von beiden. Ich meine die Marke. Siegel sind wir gerade dran. Würde ja auch Sinn machen, ne? Kaktor-Siegel so ein bisschen... Ja. Nee, westlich.
Mhm. Ist das denn hier wirklich Bildschirm 4? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, muss ich nachgucken. Wäre jetzt auch nicht so das Problem. Aber... Nee, okay. Ich nehme mal an. Westlich. Das hier ist aber Osten. Und hier ist auch kein Strudel. Wenn das überhaupt gemeint ist, ne? Ich meine, Strudel... Ein Strudel ist für mich eigentlich etwas... Ja, wie ein Wasserstrudel, was sich bewegt. Oder ein Sandstrudel wäre jetzt zum Beispiel das hier. Hier unten. Nur das ist ja ein Sandsturm. Du verstehst? Nee, ich guck mal eben ganz kurz nach. Das hilft ja so gar nicht. Ich stelle mich jetzt hier vorne an den Stein hin, damit ich weiß, wo ich bin. Und dann gucke ich eben nach. Okay, fragt mich bitte nicht, wie man darauf kommen soll. Aber wie ihr seht, ich habe gerade den Abschnitt, also diesen Screen hier verlassen. Und auf einmal ist er sie es da. Warum und weshalb? Keine Ahnung. Wie man darauf kommen soll? Erst recht, keine Ahnung. Ich hatte jetzt eben kurz nachgeguckt. Aber zumindest zählt das jetzt hier als Strudel. Das finde ich schon mal sehr gut. Islaya, der größte Philosoph im Lande, gräbt auch heute alleine seine Löcher. Ist sehr achtsam. Okay, ich bin gespannt. Alter, der dreht sich aber lange um. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Boah, wie mies ist er denn? Okay, man hat nur zwei Züge, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie unnötig die Karte oben links einfach ist jetzt für dieses Minispiel. Komm, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Okay, im nächsten muss ich es schaffen. Okay, krass. Krass, krass, krass. Ich probiere es trotzdem jetzt einmal mit Lulu. Auch wenn die Wut wahrscheinlich nicht so viel Schaden machen wird. Es summiert sich ja. Flair. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, das hat sehr viel gebracht. Da stand im Uhrzeigersinn. Ich drehe es aber immer andersrum. Ja. Ja, easy, ne? Toll. Ich habe Lulus Ekstase verschwendet. Es tut mir leid. Lulu, es tut mir leid. Spheroid von Islaya erhalten. Habt ihr gesehen? Tidus wurde gerade irgendwie teleportiert. Aber gut. Ich find's auch schön, dass in dem Loch, nachdem wir da den Kaktor gesehen haben, da wieder die Truhe erscheint. Finde ich ganz toll. Und diese Ecke hier ist auch zum Kotzen, ne? So leid's mir tot. Ich habe vorhin schon überlegt, warum hat man die Karte nicht nach dem angepasst, wie Tidus läuft oder wo er langlaufen kann? Und diese harten Kanten, wenn du überlegst, hier die Karte, hier ist einfach eine harte Brotmesserkante. Verstehe ich nicht. Also, ach ja, ich weiß, das Spiel ist etwas älter, aber dass man das im HD Remaster nicht zumindest ein bisschen angepasst hat. Ja. Zwei starke Wächter kontrollieren den Sand. Der wissbegierige Elio ist auf Reisen. Toll. Fort für eine Weile. Lasst mich nachgucken. Bei der Oase und anschließend auf dem Außendeck des Luftschiffs. Okay, Oase. Bis gleich. Hi. Hm.
Ja, wie der Text schon gesagt hat, ne? Er nutzt den Speicherpunkt. Okay, das Luftschiff. Ja, hinterher, ne? Nicht lange zweifeln. Aber wie man jetzt darauf kommen soll, dass er auf dem Außendeck ist, weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. Ich meine, gut, man sieht ja, dass er aufs Luftschiff... aufs Luftschiff geht. Mensch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, hoch da. Schön, man sieht ihn nicht mal. Und auch jetzt nicht. Ah. Wie geht er jetzt Selbstmord oder was? Ich kann mich nicht bewegen. Alter, wie er sich umdreht. Elio, was ist jenseits der Wüste? Fragt er sich und reiste ab. Neigt zu Überreaktionen. So, ist er jetzt wieder ein richtiger Dramatiker? Hä? Vor allem, er ist einfach vom Luftschiff gesprungen. Boah, er ist ja ein riesiger Mieser. Okay, kein Kampf. Und der Steroid? Hä? Okay, Steroid von Elio erhalten. Boah. Schön und gut. Kein Kampf. Wenn er mag, bitte. Der vorletzte Spheroid. Neue Schriftzeichen sind erschienen, nachdem der Spheroid eingesetzt wurde. Ein starker Wächter kontrolliert den Sand. Fraley stellt sich immer hinten an. Fort für eine Weile. Oha, da ist er ja. Schleicht sich immer unbemerkt an Leute heran. Hinterlistig. Der kündigt nichts an! Wie gemein ist er denn? Der kündigt nichts an! Nix vor allem, nix. Mit CK, S. Boah, er ist ja richtig mies. Er ist ja richtig mies. Dass ich das überhaupt geschafft habe. Ich hätte gar keine Ekstasen verschwenden müssen. Wacker trifft ihn. Ich weiß jetzt nicht zu was für einer Wahrscheinlichkeit, aber er hat jetzt von, glaube ich, was weiß ich, dreimal getroffen. Aber gut. Vielleicht auch nur Glück. Spheroid von Frevele. Freely. Keine Ahnung. Erhalten. Der ist sogar rot. Okay. Neue Schriftzeichen sind erschienen. Schriftzeichen sind in einen Stein geritzt. 10 starke Wächter kontrollieren den Sand. Der lahme Tome geht Wasser holen. Fort für alle Ewigkeit. 9 starke Wächter kontrollieren den Sand. Luvivia macht einen Umweg. Fort für alle Ewigkeit. 8 starke Wächter kontrollieren den Sand. Der kleine Chapa mag große Zahlen. Fort für alle Ewigkeit. 7 starke Wächter kontrollieren den Sand. Alec und Aloja spielen in den Ruinen. Fort für alle Ewigkeit.
Fünf starke Wächter kontrollieren den Sand. Vertula sehnt sich nach dem blauen Licht. Fort für alle Ewigkeit. Vier starke Wächter kontrollieren den Sand. Loberia wurde eingeschlossen. Fort für alle Ewigkeit. Drei starke Wächter kontrollieren den Sand. In der Stunde der Hitze verlässt der Bewohner das Loch. Islaya philosophiert. Fort für alle Ewigkeit. Zwei starke Wächter kontrollieren den Sand. Der wissbierige Elio ist auf Reisen. Fort für alle Ewigkeit. Ein starker Wächter kontrolliert den Sand. Frevle oder Freely, je nachdem, stellt sich immer hinten an. Fort für alle Ewigkeit. Zehn starke Wächter kontrollieren den Sand. Niemand wacht mehr über das Land. Der schützende Sand ist verschwunden. Sehr gut. Das ging tatsächlich schneller als erwartet. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das würde mich ein bisschen ja, mehr auf Trab bringen oder auf Trab halten und fordern und hast du nicht gesehen. Aber gut. Freut mich. Nummer 1. Das Venus-Siegel. Warum wir das eigentlich alles gemacht haben. Und Nummer 2. Freund Spheroid. Meiner Meinung nach der beste Preis. Es gibt aber auch, glaube ich, noch, für einen Kaktor eine Potion, für drei Kaktoren ein Elixier, für sechs Kaktoren ein Final Elixier und für acht Kaktoren ein Freund-Spheroid. Wir haben genau acht, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Also passt das. Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Wir haben, glaube ich, einen Kaktor nicht gekriegt. Zwei. Wir haben zwei nicht gekriegt. Das macht aber nichts. Das ist okay. Das ist meiner Meinung nach völlig okay. Unser nächstes Ziel ist der Makalania-Wald. Um Rikus Waffe aufzubessern, aufzustocken, zu maximieren. Je nachdem. Bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder. Das ging jetzt relativ zügig, dank des Luftschiffs. Riku. Oh, sie behält die Gotteshand sogar an. Ach, cool. Mich würde nur interessieren, warum schwebt ihre Brille bis gerade eben. Die Waffe ist nun stärker. Da. Gotteshand. 0 AP. Doppelextase. Hilft uns leider gar nichts. Aber gut, dass wir noch das Venus-Siegel haben. Ich kam gerade nicht drauf. Man macht die Dinge, die man dafür braucht, einfach. Man merkt sich nicht, wofür. Höchstens für den Charakter. Die Waffe hat die maximale Stärke erreicht. Freut mich. Ich habe heute viel geschafft. Die 200 Blitze. Kaktor-Quest. Dann im Gesamtpaket Lulus Solaris Waffe. Kimaris Solaris Waffe. Rikus Solaris Waffe. Ich bin sehr zufrieden. Hit Expander, Triple Ekstase, Doppel AP und Doppel Gill. Das klingt sehr gut. Das ist, ja. Ja. So. Ich mach mal eben kurz meine. Ja, gut, es ist nicht meine Standardtruppe, aber. You know what I mean. So ein bisschen geordnet halt. Gut, ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge jetzt ist. Weshalb ich einmal ganz kurz nachgucke. Und falls wir bei einer bestimmten Länge angekommen sind, verabschiede ich mich gleich auf dem Flugschiff. Und wenn nicht, machen wir einfach ganz normal weiter.
Ja, wir sind bei einer bestimmten Länge angekommen. Ich habe jetzt ziemlich viel Aufnahmen, also im Sinne von auch viel Videomaterial, einfach auch von der Zeit her. Ich hoffe, ich kriege das alles in eine Folge gepackt, dass es nicht am Ende zu viel ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, bis dann, ciao.